Scheiße. Hallo? Wer ist da? Was soll das? Was soll das? Dann war das auf dem Weg. Ja, gut, danke für die Info. Okay, dann einmal hier fotografieren. Das ist ja cool, das geht. Guten Morgen. Hallo Bernd. Guten Morgen. Morgen. Kanntest du ihn? Oh ja, er war ein Top-Strafverteidiger. Er musste diverse Schlachten geliefert vor Gericht. Dann war er wohl kein Freund von dir. Nee. Ich habe seine Skrupellosigkeit nicht gemacht und seine Auswahl an Mandanten. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Es ist gegen Mitternacht passiert. 2 Schüsse großes Kaliber. Beretta 9 mm? Sorry. Könnte passen. Genauer weiß ich es, wenn ich beide Projektile habe. Okay. Wie kommst du auf Beretta? Na hier, die Waffe ist auf ihn registriert und sie fehlt. Aha. Na ja, wenn du recht hast, dann wurde er mit seiner eigenen Waffe erschossen. Vielleicht. Wer hat ihn gefunden? Seine Sekretärin. Die ist da draußen. Ich schau mal. Eine echte Pistole? Ja. Nein, davon wusste ich nichts. Aber ich bin erst seit einem Monat hier. Nur vorübergehend. Warum das? Ich komme von der Zeitarbeit. Ah, verstehe. Wo ist denn Ihre Vorgängerin? Keine Ahnung. Hat sich eine größere Auszeit genommen oder so. Verstehe. In der Zeit, die Sie hier jetzt arbeiten, ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Also, gab es internen Streit oder hat Herr Eckstein Telefonate geführt, die Ihnen irgendwie merkwürdig vorkamen? Nein. Die Anwälte sind eigentlich alle nett. Sie arbeiten sehr viel. Hm. Und die Mandanten, war da irgendwas? Vorletzte Woche. Da hatte er externe Besprechung. Ich wollte nur kurz fragen, ob Sie noch Kaffee wollten. Bin ins Büro gegangen. Da stand dieser Mandant direkt vor Herrn Eckstein. Ich glaube, er hat ihn gerade am Hals gepackt oder so. Und Herr Eckstein sah echt ängstlich aus. Wie hieß der Mandant? Drewsen. Mike Drewsen. Danke. Sie waren also alle drei allein zu Hause? Ja. Keiner hat ein Alibi. Wie wär's denn da mit einem Verdacht? Wer könnte das getan haben? Entschuldigung, Herr Schubert, ich möchte mich den Herrschaften gern kurz persönlich vorstellen. Mein Name ist Bernd Reuter, ich bin Oberstaatsanwalt und leite das Ermittlungsverfahren. Moritz Renner, freut mich. Guten Tag. Caroline Lauersbach. Guten Tag. Sie sich ja nun alle kennen, dürfte ich dann fortfahren? Nur zu, Herr Schubert, nur zu. Gut. Also, hat jemand von Ihnen eine Idee, wer Herrn Eckstein umbringen wollte? Nein. Wer ist Mike Drews? Wie bitte? Ihre Sekretärin, Frau Müller, hat beobachtet, dass Herr Eckstein und dieser Herr Drewsen offensichtlich Spannungen miteinander hatten. Frau Müller sagt, Herr Eckstein habe nach ihrem Eindruck Angst gehabt vor Herrn Drewsen. Mike Drewsen ist so eine Art, sagen wir mal, Geschäftsmann. Und ein langjähriger Klient unserer Kanzlei, wenn ich das noch sagen darf. So, wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, würde ich gerne gehen. Ich habe noch einiges zu organisieren. Nee, nee, das war's dann erstmal. Ja, sehr freundlich. Ach, Herr Renner, ich hatte eben den Eindruck, dass Sie eine andere Meinung haben als Ihr Kollege Böhm. Drewsen besitzt mehrere Nachtclubs und Bars. Er hat immer wieder Probleme. Was sind denn die aktuellen? Eine Anklage wegen schwerer Körperverletzung. Der Prozess läuft nicht besonders gut. Eckstein stand deswegen wohl ziemlich unter Druck. Wodurch wurde der Druck verursacht?
Also, Beweise gibt's natürlich keine, aber vor einigen Wochen wurde Ecksteins Auto demoliert. Und auf der Kühlerhaube lag ein Baseballschläger. Wenn ich mein Jurastudium nicht abgebrochen hätte, dann würde ich jetzt vielleicht auch in so einer Rechtsverdreherhütte sitzen. Entschuldigen Sie, Herr Reuter. Naja, lass uns diesen Dresen gleich mal durch den Computer jagen. Ja, und wir müssen noch Ecksteins Frau informieren. Sie weiß noch nicht Bescheid. Das übernehme ich und finde bitte diese Ex-Sekretärin, von der Frau Müller geredet hat, ja? Okay, wird gemacht. Bis später. Seine neue Sekretärin finde ich aber auch nicht unspannend. Herr Reuter. Oh, Sie erinnern sich? Ja, wir haben vor einigen Jahren auf dem Juristenball einen Walzer zusammengetanzt. Oh, das ist sicher eine schmerzhafte Erinnerung von meinen Tanzkünsten. Tag. Tag. Was hat die Polizei denn hier gemacht? Ein Einbruch. Gestern Nacht ist jemand ins Haus eingestiegen, hat alles durchwühlt, aber es fehlen nur ein paar Kleinigkeiten. Die Polizisten meinen, es sei ein Drogenabhängiger. Aber deswegen sind sie nicht hier. Nein. Können wir vielleicht reingehen? Natürlich. Danke. Ermordet? Das ist ja furchtbar. Ich kann das gar nicht glauben. Wie lange waren Sie verheiratet, Frau Eckstein? Fast 20 Jahre. Und Karl war immer ein sehr guter Ehemann. Sie müssen jetzt keine Angst mehr vor ihm haben. Angst? Wie kommen Sie denn darauf? Er war schrecklich. Und ich bin die ganze Zeit da geblieben. Ja, mein Mann hatte ein ausgeprägtes Selbstdarstellungsbedürfnis. Hier, selbst vor unserem Wochenendhaus, macht er einen auf Großwildjäger, obwohl das Gewehr eigentlich nur als Deko über dem Kamin hing. Ihnen geht schon wieder etwas besser, hm? Ja. Ich muss Ihnen noch eine Frage stellen, Frau Eckstein. Wo ich gestern Nacht war? Auf die Frage habe ich gewartet, nach 20 Jahren Ehe mit einem Anwalt. Ich war bis heute Morgen auf einer Wellnesskurve, bin vor 2 Stunden zurückgekommen und da habe ich den Einbruch entdeckt. Sie wissen, dass ich das überprüfen muss? Natürlich. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Kerstin, was gibt's? Nochmal zu Mike Dresen. Es hat bereits diverse Ermittlungen gegen ihn gegeben. Nötigung, Drogenhandel, Beihilfe zur Prostitution und immer wieder Körperverletzung. Ja, und Eckstein hat ihn immer gegen dickes Honorar rausgehauen vor Gericht. Ja, genau, so muss es gewesen sein. Aber diesmal liegt die Sache anders. Dresen hat einen Barkeeper krankenhausreif geprügelt, weil er angeblich Drinks umsonst spendiert hat. Er hat dabei einen Baseballschläger benutzt. Oh, offensichtlich sein Lieblingswerkzeug. Er stimmt mit
Einbein schon im Gefängnis. Muss hohe Auflagen erfüllen, um während des Prozesses überhaupt noch auf freiem Fuß zu sein. Tja, Ecksteins juristische Zaubertricks scheinen diesmal versagt zu haben. Und das hat Drewsen sauer gemacht. Und wenn er sauer ist, greift er offensichtlich schnell mal zur Waffe. Ja, nur, dass es diesmal kein Baseballschläger wäre, sondern eine Beretta. Ich guck mir noch mal die Prozessakte wegen Drewsens Körperverletzungsgeschichte an, ja? Ja, und wir schauen ihn uns persönlich an. Gut. Guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Leider noch geschlossen. Nicht für uns. Du warst schon an Drewsen. Natürlich. Frau Klar, darf ich bitten? Danke fürs Gespräch. Noch so einer. Tag, Herr Drewsen. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Haben Sie doch schon. Ah. Sicher ist sicher. Kriminalkommissarin Kerstin Klar. Starke Frauen mag ich. Aber offensichtlich keine erfolglosen Anwälte, so wie Karl Eckstein. Ah, ich habe davon gehört. Mir war schon klar, dass Sie natürlich erst bei mir aufkreuzen. Ah, es war Ihnen klar, ja? Mhm. Naja, ist ja auch nicht ganz so abwegig. Immerhin haben Sie sein Auto demoliert, ihn bedroht. Das bestreite ich. Ich habe gar keinen Grund, Eckstein was anzutun. Seit gestern ist mein jüngstes gerichtliches Problem schließlich gelöst. Ach ja? Was war denn? Ach, davon wissen Sie gar nichts. Da hat eine Tänzerin für mich ausgesagt. Jetzt ist es bloß noch eine Formalie, bis die ganze lästige Sache endgültig eingestellt wird. Und das haben Sie Eckstein zu verdanken? Nicht Eckstein. Senat Latus Böhm hat meine Verteidigung übernommen. Spitzenmann. Ich werde selbstverständlich auch weiterhin bei der Kanzlei bleiben. Na, Sie müssen es ja wissen. Sicher ist sicher. Offensichtlich sein Lieblingsspruch. Ich habe mir die Akte vom Prozess Drewsen noch mal angeguckt. Die Belastungszeugen gibt es wirklich. Sabine Grauer, eine Tänzerin aus dem Club, sie hat unter Eid ausgesagt, sie hat beobachtet, wie dieser Barkeeper Drewsen zuerst angegriffen hat. Drewsen hat sich dann nur verteidigt. Wenn das stimmt, ist die Körperverletzung vom Tisch. Ja, die schon. Aber mal der Reihe nach. Frau Eckstein hat ein Alibi. Ihr Wellness-Trip wurde von 4 Mitarbeitern der Beauty Farm bestätigt. Das noch was. Laut ihrem Notar erbt Sibylle Eckstein alles, bis auf die Kanzlei. Ah. Vor 2 Wochen hat Eckstein vertraglichen Partner berufen, Daniel Böhm. Und der ist im Todesfall Ecksteins Nachfolger. Interessant. Vielleicht gibt es einen Deal zwischen Böhm und Drewsen. Böhm haut Drewsen vor Gericht raus mit dieser Entlastungszeugin und... Drewsen revanchiert sich, indem er den alten Eckstein beseitigt, damit die Kanzlei komplett an Böhm fällt. Wer weiß, wer weiß. Ach, was ist denn mit dieser Sekretärin aus der Kanzlei Eckstein? Julia Armgard heißt sie. Ja, wisst ihr schon was? Nee, bisher noch nicht. Ja, ich bin da ja dran. Oberstaatsanwalt Bernd Reuter, guten Abend, Frau Grau. Ich habe noch ein paar Fragen wegen Ihrer Aussage im Prozess gegen Mike Drewsen. Es passt gerade nicht. Gut, dann lasse ich Sie vorladen und die Polizei holt Sie ab, ja? Ich hab doch vor Gericht schon alles gesagt, ey. Ja, Sie haben Ihre Aussage aber zu einem sehr späten Zeitpunkt gemacht, Frau Grau. Das hat alle ein bisschen gewundert. Werden Sie unter Druck gesetzt oder bedroht? Nein. Ist das Ihre Tochter?
Ja, Pauline. Meine Mutter kümmert sich um sie, wenn ich arbeite. Und der Vater? Ist weg. Oh. Da fehlt das Geld sicher an allen Ecken und Enden. Hm? Klar. Könnte es sein, dass jemand sie für ihre Aussage bezahlt hat? Nein. Frau Grau, Sie wissen schon, dass mein Eid bestraft wird. Gehen Sie jetzt? Stammt tatsächlich aus einer Beretta. Der Täter wusste also, dass Eckstein seine Waffe im Schreibtisch aufbewahrt und hatte Zugang zu Ecksteins Büro. Hm. Die erste Kugel war ein relativer Nahschuss in den Oberkörper. Er ist dann wohl auf die Knie gefallen. Oh. Dankeschön. Es gibt Hämatome und Abschürfungen an den Gelenken. Der zweite Schuss war dagegen fast aufgesetzt. Hier, Eintrittspunkt direkt über der Nasenwurzel. Mitten ins Gesicht. Und dann so nah rangehen, um ihm den Rest zu geben. Da war viel Hass im Spiel. Ja. Hier, diese Wunden. Nach ihrer Parallelität zu urteilen, könnten es Kratzer von Fingernägeln gewesen sein. Wir sind ziemlich tief. Also von einer Frau. Sex. Es wäre möglich. Es ist allerdings schon älter, circa einen Monat. Und zu guter Letzt hat das Labor Chemikalien an seinen Fingerspitzen gefunden. Farbe einer Druckerpatrone. Vielleicht hatte er kurz vor seinem Tod einen Ausdruck in der Hand gehalten. Ja, da war aber nichts am Tatort. Der Täter muss den mitgenommen haben. Ah, verstehe. Die KTU sagt, alle Dateien auf Eckstands Computer wurden gelöscht. Kann man feststellen, was als letzter Druckauftrag gestartet wurde. Hast du gehört? Ja? Gut. Also, der letzte Druck war ein Anhang einer E-Mail, ein JPEG, anonymer Account. Aber Sie haben die IP-Adresse. Sie verfolgen die gerade zurück. Ja? Aha. Das ist ja... Danke, Paul. Jetzt halten Sie sich mal gut fest. Was haben Sie als anonyme Mail an Eckstein geschickt, Herr Renner? Wie bitte? Entweder Sie sagen es mir auf der Stelle, oder Sie sind dran wegen Behinderung der Ermittlungen. Haben wir uns verstanden? Ja, ich habe Eckstein ein Foto geschickt. Ich habe dieses Foto mit meinem Handy gemacht und ich wollte deswegen keinen Ärger. Deshalb habe ich dieses Foto anonym gemailt. Ärger? Mit wem denn? Durchsuchungsbeschluss. Guten Morgen, verehrte Frau Vorsitzende, meine Damen, meine Herren, guten Morgen. Herr Reuter? Herr Böhm, guten Morgen. Guten Morgen. Was soll das? Wo ist denn Staatsanwalt Ivers? Herr Ivers ist im Urlaub. Der Herr Oberstaatsanwalt übernimmt die Anklagevertretung. Aha. So plötzlich? Ja. Wenn Ihnen das Sorgen macht, dann können Sie gerne einen Antrag auf Vertagung stellen. Kein Problem. Kein Einspruch. Gut. Zu Protokoll genommen. Ich bitte die Zeugin Sabine Grau noch einmal aufzurufen. Oh, Entschuldigung, Frau Vorsitzende, nun muss ich doch sagen, Einspruch. Das ist reine Zeitverschwendung und im Übrigen wurde die Aussage von Frau Grau unter Eid aufgenommen. Dann haben Sie doch nichts zu befürchten, Herr Böhm. Einspruch abgelehnt. Frau Grau, bitte. Die Zeugin Frau Grau, bitte. Frau Grau. Sie haben mir gegenüber erklärt, dass Sie niemand für Ihre Aussage bezahlt hat. Möchten Sie vielleicht heute noch etwas dazu sagen? Ja.
Nein. Nein. Dann lassen Sie mir keine Wahl. Frau Vorsitzende, dieses Foto hat zufällig ein Kollege des Herrn Verteidigers gemacht. Das zeigt ohne jeden Zweifel den Herrn Verteidiger, wie er beim konspirativen Treffen der Zeugin einen großen Geldbetrag übergibt. Moment, kann gar nicht sein, Frau Vorsitzende. Das muss eine Fälschung sein, dieses Foto. Setzen Sie sich wieder, Herr Verteidiger. Der Herr Oberstaatsanwalt ist dran. Danke. Frau Grau, das ist jetzt wirklich Ihre letzte Chance. Wofür hat Ihnen Herr Böhm das Geld gegeben? Dafür, dass ich hier vor Gericht lüge. Welchen Betrag hat Ihnen Herr Böhm gegeben? Mich angerufen, mir 20.000 geboten. Damit kann ich endlich mit dem Tanzen aufhören und für meine Kleine da sein. Waren Sie denn zur Tatzeit überhaupt im Club? Ja, ja, ich war da. Ich hatte beim Umziehen getrödelt und aus der Bar kamen Schreie. Und ich habe gesehen, wie Mike, Herr Drewsen, dem Barkeeper von hinten mit einem Baseballschläger in den Nacken geschlagen hat. Und als er dann auf dem Boden lag, immer noch weitergemacht hat. Womit der Tatbestand der Heimtücke gegeben wäre. Ich werde auf versuchten Totschlag plädieren. Ich beantrage Herrn Drewsen, unverzüglich in Untersuchungshaft zu nehmen. Antrag stattgegeben. Kleine Nutte, du. Dich mache ich fertig, ist klar, ne? Mit dir, Vogel, fange ich erst an. Bitte! Oh. Ich hab das gehört, auf, bitte, sprich doch nichts! Einander, nehmen Sie die Hände aus der Reihe. Los, Arschloch. Ich gehe davon aus, dass Sie Anklage gegen Herrn Böhm wegen Zeugenbestechung erheben wollen. Nicht nur das, Frau Vorsitzende. Ich habe einen Haftbefehl gegen Herrn Böhm beantragt. Wegen des Verdachts auf Ermordung von Karl Eckstein. Was? Aber entschuldige mich. Ich bin noch nicht. Sie haben überhaupt keine Beweise gegen mich. Das ist doch Wahnsinn, ist das? Der Haftbefehl ist gültig. Verhaften Sie Herrn Böhm. Frau Vorsitzende, das ist wirklich, das muss... Sie fassen mich jetzt nicht an. Das muss ein Missverständnis. Wir sehen uns beim Haftprüfungstermin, Herr Reuter. Ich werde da sein, Herr Böhm. Ich verstehe gar nicht, warum Reuter immer noch so scharf drauf ist, dass wir mit dieser Sekretärin reden. Wir haben doch schon genug gegen Böhm gefunden. Er rollt immer alle losen Enden auf. Kann ja sein, dass sie noch was gegen Böhm aussagen kann. Naja, wenn sie mal da wäre. Guten Tag, Kommissarin Clark, Kripo Wiesbaden. Naja. Sagen Sie, wir suchen Frau Armgard. Wissen Sie vielleicht, wo sie sein könnte? Frau Armgard, die ist wahrscheinlich schon länger verreist. Ihr Briefkasten ist proppevoll. Verreist? Naja, sie hat in letzter Zeit einige Kataloge über die USA bekommen und Prospekte über Häuser und sowas. Ausgewandert. Gut, danke. Gerne. Ich nehme an, du fährst? Ja, ich fahr. Aber da haben wir doch das Rätsels Lösung. Checken wir die Fluglisten. Ja, dann können wir sehen, wann und ob sie zurückkommt. Die Pistole, mit der Eckstein zweifelsfrei erschossen wurde, wurde im Büro des Angeklagten gefunden. Die Waffe muss nach dem Mord penibel gesäubert worden sein. Die KTU hat Reste eines Reinigungsmittels nachweisen können. Weiterhin ein Ausdruck des Fotos, das den Angeklagten der Zeugenbestechung überführt. Die Blutspuren stammen vom Opfer. Zum Motiv. Eckstein muss, als er das Foto gesehen hat, begriffen haben, dass Böhm für seine Kanzlei eine Bedrohung darstellt. Es gibt laut dieser Telefonliste etwa 2 Stunden vor dem Mord eine Verbindung zwischen der Kanzlei und dem Privatanschluss von Herrn Böhm. Herr Eckstein dürfte Herrn Böhm mit einer Anzeige gedroht haben. Herrn Böhm dürfte daraufhin klar geworden sein, dass das das Ende seiner anwaltlichen Karriere bedeuten müsste. Ich denke, dass er als einzigen Ausweg sah, Herrn Eckstein umzubringen. Das stimmt doch alles gar nicht. Herr Eckstein, der hat mich angerufen, weil er am nächsten Tag irgendetwas mit mir besprechen wollte. Von dem Foto hat er überhaupt nichts gesagt. Aber Herr Böhm, wollen Sie das hier wirklich leugnen? Okay. Also die Tänzerin, die habe ich bezahlt, ja. Aber erst, nachdem sie sich angeboten hat. Mein Herr, mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Hat Herr Böhm ein Alibi für die Tatnacht? Nein.
Dann ist Ihr Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls hiermit abgewiesen. Das war komplett gegen mich! Als der Reiner, der steckt doch dahinter! So ein Foto, das war aber doch nicht rein zufällig! Der will sich doch die Kanzlei unter den Nagel reißen! Deshalb hat er mir die Beweise untergeschoben! Kommen Sie bitte mit! Ist Herr Schubert schon da? Ja. Hier ist die Kopie des Verhandlungsprotokolls im Fall Dresen. Danke Ihnen. Na ja, Kollege, kleine Fortbildung. Nee. Hab schon gehört, Erfolg auf ganzer Linie. Ja, der nette Herr Dresen wurde auch verurteilt. 4 Jahre Haft ohne Bewährung. Na dann, unser Abschlussbericht. Dass es so glatt läuft wie diesmal, ist auch selten. Ja, also für meinen Geschmack lief das alles etwas zu glatt. Das Foto von der Geldübergabe, die perfekte Illustrierung von Böhms Motiv. Die Tatwaffe, sie wurde in Böhms Büro gefunden. Warum hat er sie nicht verschwinden lassen? Weil er arrogant ist. Ja, das ist er. Aber er ist auch intelligent, auf eine ganz verschlagene Art intelligent. Anwalt halt. Ja. Und es gibt eine Diskrepanz zwischen den Aussagen von Böhm und dieser Tänzerin. Hier, Zeugenvernahme. Sabine Grau, Zeugin. Er, Böhm, hat mich angerufen, mir 20.000 Euro geboten. Damit kann ich endlich mit dem Tanzen aufhören und so weiter und so weiter. Haftprüfung Böhm. Die Tänzerin habe ich bezahlt, aber erst, als sie sich angeboten hat. Beide behaupten vom jeweils anderen Erbe den Vorschlag gemacht. Naja, einer von ihnen wird im Eifer des Gefechts durcheinander gekommen sein. Im Eifer des Gefechtes, Herr Schubert. Ja. Ich ahne, was kommt. Ein Fall wandert erst dann zu den Akten, wenn auch der letzte Zweifel ausgeräumt ist. Was ist mit der Sekretärin, Julia Armgard? Ich möchte Sie sprechen, und zwar dringend. Ja, das wird schwierig. Die ist wahrscheinlich in den USA. Die Überprüfung der Fluglinien läuft noch. Geht's um die Falschaussage? Wird man mir jetzt Pauline wegnehmen, oder? Na ja, da wird schon noch irgendwas kommen, Frau Grau, aber Ihr Kind wird man Ihnen mit Sicherheit nicht wegnehmen. Keine Sorge. Frau Grau, erzählen Sie mir doch bitte mal ganz genau, wie es zur Kontaktaufnahme zwischen Ihnen und Herrn Böhm gekommen ist. Ja, Herr Böhm hat mich angerufen und mir das Geld für meine Aussage angeboten. Und dann hat er mir genau erklärt, was ich sagen soll. Ja, und dann hat er den Park als Treffpunkt für die Geldübergabe vorgeschlagen. Und Sie sind sich sicher, dass es Herr Böhm war, mit dem Sie telefoniert haben? Ja, war eine Männerstimme. Und in dem Park ist er dann ja auch aufgetaucht mit dem Geld. Ja. Pauline, willst du schaukeln? Warte, ich muss noch schaukeln. Komm, ich schub dich auch an. Ich hab da ja nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Die Sabine Grau hat mir eine Mail geschrieben. Ihre Aussage gegen die 20.000 angeboten. Hat mir auch genau erklärt, was sie vor Gericht sagen wird. Und hat mir auch den Treffpunkt im Park genannt. Hattest du nicht gewundert, dass eine Stripperin ein derart präzises Angebot für einen Meinheit unterbreitet? Hemmungsloser Ehrgeiz, um den Gewinn zu wollen, um einen lukrativen Mandanten zu halten, hat jede Vernunft ausgeschaltet. Haben Sie die Mail noch? Nein. Mit einem 1A-Spurenreinigungsprogramm beseitigt. Schließlich war die Mail ja schwer belastend. Bravo. Herr Reuter, warum fragen Sie? Glauben Sie mir endlich, dass mir irgendjemand diesen Mord anhängen will? Warum sollte jemand das denn tun? Was verschweigen Sie mir, Herr Böhm? Hat das was mit Julia Armgard zu tun? Was wollen Sie, was Sie meinen? Ja, ich will jetzt meine Zelle zurück. Frau Armgard! Polizei! Frau Armgard? Puh, was für ein Durcheinander.
gesucht haben. Guck mal, hier fehlen ein paar Bilder. Hier und da. Ja, ich ruf dann mal die Spurensicherung. Mach das. Der Weg zur Traumhochzeit. Renner. Das ist rutschig. Scheiße. Oh, war voll heute nicht so gut, Herr Renner. Guten Tag, Herr Reuter. Guten Tag. Sie wirken so unkonzentriert. Denken Sie gerade an Ihre Freundin Julia? Tut mir leid, ich weiß nicht, was Sie meinen. Na, als Sie in die Wohnung von Frau Armgard eingebrochen sind, da haben Sie alle Beweise für Ihre Beziehung entfernt. Nur dieses Foto haben Sie übersehen. Erstens, ich bin nicht in irgendeine Wohnung eingebrochen. Und zweitens war das nur was ganz Kurzes. Ein Büroflirt, wenn Sie so wollen. Das hat nichts weiter bedeutet. Oh, Alter. Wenn ich sehe, wie Sie auf dem Foto strahlen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das nichts bedeutet hat. Außerdem haben wir das Foto in einem Ratgeber für Hochzeitsplanungen gefunden. Sie wissen doch, wie junge Frauen manchmal sind. Nein, das weiß ich nicht. Und darum würde ich das gern Frau Armgard mal fragen. Wo ist sie eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Glaube ich Ihnen nicht. Außerdem, Ihr Kollege Böhm hat eine sehr interessante Theorie. Er glaubt, dass Sie Herrn Eckstein umgebracht, ihm alles in die Schuhe geschoben haben, damit Sie die Kanzlei übernehmen können. Das ist doch kompletter Unsinn. Erzählen Sie ihm von dem Angebot. Ich habe kein Interesse an der Kanzlei. Unter anderem auch deshalb, weil ich seit circa 2 Monaten eine sehr lukrative Offerte einer US-Kanzlei vorliegen habe. Die ich vorletzte Woche übrigens auch angenommen habe. Und Sie wissen von diesem Angebot? Ja, Herr Renner hat es mir im Vertrauen erzählt. Interessant. Frau Armgard hat sich nämlich kurz bevor sie verschwunden ist, eine ganze Reihe von Reisekatalogen für Amerika zuschicken lassen. Das kann auch kein Zufall sein, oder? Also schön. Ja, es könnte sein, dass es mir ihr gegenüber mal rausgerutscht ist. Ich konnte doch nicht wissen, wie ernst sie unsere Affäre nimmt. Vielleicht hat sie sich da irgendwas vorgemacht. Dann ist das ja geklärt. Hier, wollen Sie auch? Nein, danke. Wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich mein Spiel jetzt gerne fortsetzen. Ja, natürlich. Wir sind aber noch nicht fertig, Herr Renner. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Julia Armgards Namen wurde kein Flugticket gebucht. In den USA ist sie nicht. Was ist mit den Eltern? Beide tot. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Habt ihr ihr Auto zur Fahndung ausgeschrieben? Sie hatte keins. Aber ein Handy wird sie haben. Ja, aber da geht niemand ran. Die GPS-Ortung läuft. Seit wann? Ich hab's an die Kollegen weitergegeben. Ja, gut, vielleicht hätte ich's einen Tick früher machen sollen, aber die sind da jetzt ja dran. Ruft mich an, wenn ihr was habt. Oh Mann. Ja, Kollegen, ich hab sie. Was? Moment. Ja. Bernd! Da, wir haben sie. Mitten in Wiesbaden. Ja, aber da sind doch nur Ämter und Behörden. Das ist doch eine total öde Gegend. Wo denn? Was ist hiermit? Das Fundbüro. Hallo. Fundbüro. Gut gemacht, Kollege. Danke. Wir lagen richtig. Spaziergänger haben Julia Armgards Handy gefunden. Wo? Sehr abgelegen. Viersteiner Hafen. Viersteiner Hafen. Östlicher Teil. Das klingt so, als wäre sie nicht vom Erdboden verschluckt, sondern vom Wasser. Vermutlich weibliche Leiche.
Circa 1,70 groß. Durch wasserdichte Folie gut konserviert. Der DNA-Vergleich mit den Spuren aus der Wohnung ist positiv. Das ist zweifelsfrei Julia Angert. Und die Todesursache? Sie wurde erwürgt. Indikatoren an der Leiche lassen mich vermuten, dass es beim Geschlechtsverkehr passiert ist. Es gibt diverse, schwächer ausgeprägte Hämatome am Hals. Der Täter hat wohl immer wieder seinen Griff gelockert und woanders neu angesetzt, um die Suffokation, also die Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr, zu vermeiden. Bis er dann, wohl in seiner Erregung, zu lange gewartet hat. Also kein Mord. Ein Würgespiel, das außer Kontrolle geraten ist. Gibt es Hinweise auf den Täter? Besser. Er liegt seit gestern Vormittag in einer unserer Kühlschubladen. Eckstein. Erinnern Sie sich an die Kratzspuren auf seinem Rücken? Ich habe unter Julias Fingernägeln Hautreste gefunden und sie mit Ecksteins DNA verglichen. Identisch. Vermutlich hat sie noch versucht, sich zu wehren, als sie merkt, was passiert. Entschuldigen Sie mich, aber... Das ist ein qualvoller Tod. Boah, ey. In solchen Momenten würde ich echt wieder mit dem Rauchen anfangen. Tja. Also, wenn wir davon ausgehen, dass sich Renner für den Tod von Julia Amgard rächen wollte, dann hat Herr Böhm die Sache angehängt, indem er ihm die Tatwaffe untergeschoben und die Zeugenbestechung eingefädelt hat. Ah, der perfekte Mord. Man begeht ihn und liefert den Täter gleich mit. Ja, aber Renner wird weiterhin behaupten, dass seine Beziehung zu Julia bloß eine flüchtige Affäre war. Er lügt. Aber vielleicht haben wir jetzt die Chance, ihn zu knacken. Oh mein Gott. Schauen Sie genau hin, Herr Renner. Das hat Eckstein aus ihr gemacht. Oh, dieses Schwein. Er hat sie bei vollem Bewusstsein erwürgt, weil es ihn angetörnt hat. Sie haben sie geliebt, nicht wahr? Sie war mein Leben. Und Eckstein hat sie ihm genommen. Er hat dafür bezahlt. Warum hat sie Frau Amgard eigentlich mit Eckstein eingelassen? Netter Versuch, Herr Reuter. Aber wenn ich richtig informiert bin, dann sitzt wegen des Mordes mein werter Kollege Böhm in U-Haft. Gegen den es jede Menge Beweise gibt. Und gegen mich gibt es keinen einzigen. Angenehmen Tag noch. Der verdammte Reuter. Aber als ich Julia gesehen habe, ich konnte einfach nicht anders. Bleib ganz ruhig. Dein Eingeständnis einer Beziehung ist kein Beweis. Er hat nichts gegen dich in der Hand. Meinst du? Ganz sicher. Reuter kann dir gar nichts. Danke. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ein Machtmensch wie Eckstein so plötzlich seine Kanzlei abgibt. Und ausgerechnet auch noch an Sie. Ich bin eben der Beste. Die Kanzlei war Ecksteins Leben. Er muss also einen zwingenden Grund gehabt haben. Ich bin mir sicher, Herr Böhm, ich kenne diesen Grund. Sie haben Eckstein bei der Beseitigung von Julia Amgards Leiche geholfen. Nein, das stimmt nicht. Doch, Herr Böhm, das stimmt. Schauen Sie, wir haben die Leiche gefunden. Diese Gewichte wiegen 70 Kilogramm. Der Leichnam von Frau Amgard wiegt 68 Kilogramm. Das sind zusammen 138 Kilogramm. Die hätte Herr Eckstein niemals allein tragen können. Sie haben es also zu zweit gemacht. Dafür haben Sie keine Beweise. Die brauche ich auch nicht, Herr Böhm. Ich habe genügend andere Beweise, um Sie wegen Mordes dran zu kriegen. Aber die sind doch alle gefälscht. Na und? Sie helfen mir ja auch nicht, die richtigen zu finden. Außerdem, ich weiß jetzt übrigens, wer sie benutzt. Es ist in der Tat ihr Kollege Renner. Aber nicht, weil er die Kanzlei haben will, sondern aus Rache. Julia Amgard war seine Freundin. Die beiden wollten heiraten. Doch, Renner weiß Bescheid und er will sie lebenslänglich hinter Gittern sehen. Herr Böhm, das ist jetzt Ihre letzte Chance. Entweder ich verfolge die Mordanklage gegen Sie weiter, oder es wird Beihilfe zur Vertuschung einer Straftat. Das ist ganz und gar Ihre Entscheidung. Ja, stimmt! Eckstein, der hat mich vor etwa 4 Wochen in der Kanzlei angerufen. Er hat gesagt, irgendetwas ist passiert.
Da sind Sie ja endlich. Kommen Sie. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Bö. Sie muss verschwinden. Ich brauche Ihre Hilfe. Aber der Ex, das kann ich nicht. Es war ein Unfall. Scheiße, dann ist alles kaputt. Kann euch nicht. Meine Kanzlei, mein Ruf. Und auch Ihr Job, Böhm, da könnte ich jetzt. Sind Sie wirklich so naiv, wie Sie aussehen? Sie kommen jetzt. Warten Sie schon. Na los. Fuck schon. Na los. Ja, kratzen Sie nicht den Lack. Weiter. Na los. Sie haben sich zusammen im Hafenbecken versenkt. Und damit haben Sie extra erpresst, sie zu seinem Nachfolger zu machen. Er hat genau das Gleiche mit mir gemacht. All die Jahre schuftig ich für ihn. Für so ein beschissenes Gehalt. Ich konnte noch nicht mal kündigen. Womit hat Eckstein Sie in der Hand gehabt? Ich habe meine Dissertation von einem Ghostwriter schreiben lassen. Eckstein hat das irgendwie rausgekriegt. Und damit sind Sie zu seinem Geschöpf geworden, genauso moralisch verkommen. Wie ist Renner hinter die Geschichte gekommen? Weiß nur, dass Eckstein und ich vor ungefähr 2 Wochen in der Kanzlei Streit gehabt haben. Es ging darum, dass er endlich mal meine Nachfolge offiziell bekannt geben sollte. Haben Sie dabei auch über die Leiche von Julia Armgard gesprochen? Ja. Aber Renner war an dem Tag auf einem Termin. Ich meine, wenn Renner noch mal zurückgekommen ist ins Büro und das Gespräch belauscht hat. Gesehen haben Sie ihn nicht? Nein. Das ist doch alles noch kein Beweis, dass Renner Ecksteins Mörder ist. Richtig, Herr Schubert, und darum müssen wir weitermachen. Warum ist Renner eigentlich nicht zur Polizei gegangen, wenn er wusste, dass Eckstein seine Verlobte umgebracht hat? Das ist eine sehr gute Frage, Kerstin. Eckstein war ein machtbesessener Sadist. Der hat es genossen, Menschen zu manipulieren. Das hat er mit Böhm so gemacht. Warum also nicht auch mit Renner? Du meinst also, er hatte was gegen ihn in der Hand? Könnte doch sein. Der Einbruch in Ecksteins Villa in der Tatnacht. Das war Renner, der nach Belastungsmaterial gesucht hat. Und wenn er das Material vernichtet hat, dann hat er alle seine Spuren verwischt. Es sei denn, er hat nichts gefunden. Ich frage mal Frau Eckstein. Ja. Guten Tag, Frau Eckstein. Ach, Herr Reuter. Na, das ist immer schön, dass Sie noch mal vorbeischauen. Sie waren auf. Naja, eher aus. Karlsachen gehen ans Rote Kreuz und alles, was mich an ihn erinnert, wandert in den Müll. Finden Sie das zu früh? Nein, nein, Sie machen das genau richtig. Frau Eisen, haben Sie ja ein Safe im Haus? Nein. Wissen Sie, ob Ihr Mann ein Bankschließfach hatte? Nein, dazu war er viel zu misstrauisch. Was ist damit? Ja, haben Sie recht. Die müssen auch noch weg. Nein, das meine ich nicht. Ich wollte nur wissen, ob Ihr Mann häufig im Wochenendhaus war. Ja, in letzter Zeit schon. Seltsam, dass Sie auch danach fragen. Warum? Ja, heute Morgen hat jemand aus der Kanzlei angerufen. Es ging um eine wichtige Akte und da ich sie hier nicht finden konnte, habe ich ihm das Wochenendhaus als allerletzte Möglichkeit genannt. Wer hat Sie angerufen? Moritz Renner. Wo genau ist das Wochenendhaus? Kerstin, Ecksteins Wochenendhaus liegt keine 3 Kilometer entfernt vom Fundort von Julia Armgards Leiche. Kennst du den Waldparkplatz hinter Frauenstein? Kommt da hin und beeilt euch bitte. Noch 500 Meter auf der rechten Seite, ich fahr vor, ja? Ah, bis hier vielen Dank, aber das ist Polizeiarbeit. Wir informieren Sie, Herr Oberstaatsanwalt. Irgendwo im Wald sein.
Herr Renner? Herr Renner! Polizei! Stehen bleiben! Ach, was ist? Oh, mein Knöchel. Geht's? Nein. Du bleibst hier. Okay. Dann ist auf dem Weg zum alten Tor. Vermutlich ist ein Wagen da. Ich habe Ihnen doch gesagt, wir sind noch nicht fertig, Herr Renner. Ich will meine Anwältin. Caroline Lauersbach. Die Kassette auf dem Boden. Karl Eckstein hat belastendes Material gegen seine Angestellten gesammelt, um es bei Bedarf gegen sie verwenden zu können. Im Falle des Angeklagten waren es diese Fotos. Kokainbesitz bedeutet Vorstrafe und somit den Verlust der anwaltlichen Zulassung. Der Job des Angeklagten in Amerika wäre also weg gewesen. Hinzu kommt, dass Eckstein ein Auge auf die Verlobte des Angeklagten geworfen hatte, Julia Armgard. Eckstein hat dem Angeklagten einen Deal vorgeschlagen. Die belastenden Fotos gegen eine Liebesnacht mit Julia Armgard. Wollen Sie damit sagen, der Angeklagte hat seine Freundin quasi verliehen? Die Kriminaltechnik konnte aus dem zerstörten Speicher von Julia Armgards Handy diese SMS rekonstruieren. Bin auf dem Weg zum alten Sack. Mache es nur für dich und unsere Zukunft. Ich liebe dich, deine zukünftige Frau J. Julia. Das sollte nur dieses eine Mal sein. Wir hatten doch schon alles geplant für unsere Zukunft in den USA. Nur, dass Sie keine Ahnung hatten von Ecksteins sadistischen Neigungen. Und genau diese Neigungen sind in dieser Nacht außer Kontrolle geraten. Eckstein hatte aber noch die Fotos. Und der Angeklagte konnte legal nichts unternehmen, weder gegen Böhm noch gegen Eckstein. Woher wusste der Angeklagte von Böhms Beteiligung an der Leichenbeseitigung? Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte einen Streit zwischen Böhm und Eckstein belauscht hat und einen perfiden Racheplan entwickelt hat. Er hat Eckstein erschossen und danach seinen Kollegen Böhm zum Täter gemacht, indem er ihm die Tatwaffe und das Foto von der Zeugenbestechung, das Eckstein zum Zeitpunkt des Todes in der Hand hielt, untergeschoben hat. Können Sie das beweisen, Herr Reuter? Bei einer daktyloskopischen Untersuchung wurde im Blut Ecksteins vom Tatort ein Teilfingerabdruck gefunden, der zweifelsfrei dem rechten Zeigefinger des Angeklagten zugeordnet werden konnte. Die Staatsanwaltschaft geht daher davon aus, dass die Schuld des Angeklagten bewiesen ist und beantragt eine Verurteilung wegen Mordes aus niederen Beweggründen gemäß § 212 StGB. Frau Richterin, keiner der vom Oberstaatsanwalt sogenannten Beweise überführt Herrn Renner des Mordes. Zunächst das angeblich belauschte Gespräch zwischen Eckstein und Böhm, auf das sich ja Herrn Renners vermeintlicher Racheplan stützt. Laut Herrn Böhm hat dieses Gespräch gegen 20 Uhr in der Kanzlei stattgefunden. Diese Tankquittung und die Bilder der Videoüberwachung beweisen, mein Mandant war zu diesem Zeitpunkt auf der Rückkehr von einem Termin. Und zwar 100 Kilometer von Wiesbaden entfernt. Zu dem Einbruch in das Wochenendhaus von Herrn Eckstein. Mein Mandant bestreitet ihn nicht. Herr Renner wollte tatsächlich die ihn belastenden Fotos endlich an sich bringen. Aber nur aus dem sehr nachvollziehbaren Grunde, dass Herr Eckstein ihm nicht noch aus dem Grab heraus die Karriere zerstört. Schließlich der Fingerabdruck im Blut des Opfers. Ja, mein Mandant war im Büro des Opfers. Aber da war Eckstein schon tot. Herr Renner hat die Leiche entdeckt und er hat den Ausdruck gesehen. Er hat sofort gewusst, es muss Herr Böhm gewesen sein. Aber aus Angst vor diesem hat er nicht die Polizei informiert, sondern den Ausdruck in Böhms Büro versteckt. Ja, Frau Verteidigerin, das ist doch wirklich absurd. Warum sollte Ihr Mandant ausgerechnet vor seinem Kollegen Böhm so viel Angst haben? Aber das wissen Sie doch. Böhm hatte exzellente Kontakte zu der Rotlichtfigur Mike Drewsen, der gerade wegen versuchten Totschlag zu 4 Jahren verurteilt worden ist. Mein Mandant hat gehofft, dass der Täter überführt wird, ohne selbst involviert zu werden. Ein Fehler?
Sicherlich. Aber kein Beweis für einen Mord. Ganz im Gegenteil. Würde jemand, der einen auf den Knien um sein Leben flehenden Mann erschießt, jemand, der danach mit kühlem Kopf alle sonstigen Beweise vernichtet, so nachlässig sein? Und damit komme ich zur Tatwaffe. Auf ihr gibt es keinen einzigen Fingerabdruck meines Mandanten. Ebenso war ein Schmauchspurtest negativ. Frau Vorsitzende, ich muss um eine Unterbrechung der Verhandlung bitten. Weswegen? Frau Verteidigerin hat mit der Videoüberwachung und der Tankquittung zwei neue Beweismittel vorgelegt. Die würde ich gerne überprüfen lassen. Gut, in Ordnung. Dann vertagen wir auf morgen. 8 Uhr. So, prima. Bernd, das mit der Tankquittung tut uns leid. Das hat Renner in den Verhören nie erwähnt. Ja, darum habe ich nicht abgebrochen. Aber warum denn dann? Weil die Geschichte stinkt. Wie kommt Lausbach darauf, dass Eckstein auf Knien um sein Leben gefleht hat? Ja, vielleicht hat sie sowas wie einen unabhängigen Gutachter beauftragt. Ach, das hätte sie schon längst als Beweis gebracht. Und außerdem hätte der die gleichen Fakten wie Dr. Engel als Grundlage gehabt. Also wenn das so ist, dann hat Engel einen Fehler gemacht? Doch ja, es wäre möglich, dass Eckstein gekniet hat, als ihn der erste Schuss traf. Na toll. Ach so, Sie denken, ich habe da was verbockt, ja? Naja. Sehen Sie, es ist lediglich eine Möglichkeit. Der Schusskanal des Brusttreffers ist zu uneindeutig. Und ja, die Hämatome an den Knien zeigen, dass Eckstein gekniet hat. Aber ob er das getan hat, bevor er getroffen wurde, oder ob das durch den Treffer passiert ist, das kann Ihnen keiner genau sagen. Außer jemand, der dabei war. Natürlich. Das heißt, die Lauersbach war Zeugin? Vielleicht war sie noch mehr als Zeugin. Vielleicht wurde sie von Eckstein auch wegen irgendetwas erpresst. Naja, also in der Stahlkassette, da war nur Belastungsmaterial gegen Böhm und gegen Renner. Sie haben doch im Schlafzimmer diverse Fesseln und Knebel gefunden. Da war nicht bloß Julia Angerts DNA dran, sondern auch die Spuren anderer Frauen. Ecksteins sadistischer Spielplatz. Das Reinigungsmittel auf der Beretta. Welche Eigenschaften wurden vom Labor beschrieben? Naja, das Zeug entfettet, macht Oberflächen griffig und rutschfest. Griffig? Sie wollen Ihren Komplizen also einfach im Stich lassen. Reden Sie, ich muss dringend zu einem Mandanten. Also Ihre Kaltblütigkeit ist wirklich bemerkenswert, Frau Lauersbach. Das ist mir schon neulich auf dem Golfplatz aufgefallen. Im Gegensatz zu Renner verlieren Sie wohl nie die Nerven. Hm? Und so war es ja wohl auch in der Nacht, als Sie Eckstein erschossen haben. Hm? Nach den Schüssen haben Sie Ihre Waffe mit dem Spray gereinigt, das Sie sonst immer für Ihre Golfschläger benutzen. Und an Ihren Handschuhen werden sich Schmauchspuren feststellen lassen. Die KTU hat in Ecksteins Wochenendhaus die DNA von mehreren Frauen sichergestellt. Ich bin mir sicher, dass nicht nur die Spuren von Julia Amgard dabei sind, sondern auch Ihre, Frau Lauersbach. Wie oft waren Sie im Wochenendhaus von Herrn Eckstein? Einmal. Er hat mich dann eingeladen. Ich habe mir schon gedacht, dass es um Sex geht. Aber was er dann gemacht hat? Sie haben mir nicht angezeigt, weil Sie sich geschämt haben. Sie haben es mit sich herumgetragen, bis Sie vom Schicksal von Julia Armgard erfahren haben. Und Sie haben davon erfahren, weil Sie das Gespräch zwischen Eckstein und Böhm belauscht haben, nicht Herr Renner. Und dann haben Sie versucht, Herrn Renner zu seinem Racheplan anzustiften. Er sollte Herrn Eckstein erschießen. Aber dann hat dieses Schwein um sein Leben gebettelt. Was soll das? Jetzt wirst du bezahlen. Für alles. Tun Sie das nicht. Das mit Julia, das war ein Unfall. Das nicht gewollt. Los, schieß endlich. Bitte. Schieß endlich! Du bist ein Feigling.
Schau mich an. Sie haben ganz genau gewusst, Frau Lorsbach, wenn Renner verurteilt wird, wird er Sie verraten. Und darum haben Sie alles daran gesetzt, Ihren Komplizen freizubekommen. Und das wäre Ihnen auch gelungen, wenn Sie in der Verhandlung nicht diesen dummen kleinen Fehler gemacht hätten. Sie haben gesagt, dass Eckstein gekniet hat, als er um sein Leben flehte. Stehen Sie bitte auf. Hände auf den Rücken. Tut mir nicht leid. Er hat's verdient. Was jemand verdient, entscheiden nicht Sie, sondern das Gesetz.